Ja, hallo, schönen guten Tag und schön, dass Sie sich Zeit nehmen bei der Menge an Vorträgen. Ich bin, um das kurz einzuordnen, Soziologe oder eigentlich Politikwissenschaftler und ich habe, glaube ich, ein bisschen ein Auswärtsspiel heute, weil ich vor einem Haufen Leuten sitze, die einen Haufen Sachen wissen, von denen ich nur bedingt oder gar nichts verstehe, also Programmieren, um das mal so zu sagen. Ich würde gerne trotzdem vielleicht einen etwas anderen Blick auf das Thema werfen und der Vortrag, den ich gerade eben hören durfte, der vorher hier war, waren Sie dabei? Einige, manche. Bestätigt mich so ein Stück weit in der Überlegung, das, was ich da jetzt vortragen will, ist auch zu tun. Weil irgendwie war das Thema KI und KI soll irgendwie auch die Welt retten. Zumindest war das so ein bisschen so eine Nebenspur in dem Vortrag gerade eben. Über KI können wir sozusagen Steuerungstools entwerfen, die uns im Prinzip eine globale Weltwirtschaft auf eine Art und Weise genehmigen, die fair und ökologisch ist. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir da nicht die Themen ein wenig übersteuern. Hintergrund zu dem Vortrag hier am Anfang war die Information, Digitalisierung als Religion ist ein Buch, das ich geschrieben habe, das im Verbrecherverlag erschienen ist. Es gibt auch ein paar Exemplare unten. Also wer Bedarf nach mehr hat, wenn ich überzeugen konnte mit dem, was ich hier quatsche, der darf das gerne auch nachlesen. Die Idee des Buchs ist mit einer Irritation entstanden. Nochmal, ich werde jetzt ein bisschen einen wissensgeschichtlichen, historischen Blick aufs Thema werfen. Also erwarten Sie jetzt nicht zu viel Technik-Euphorie, sondern eher den Versuch, sozusagen das, was heute als Digitalisierung, als KI zirkuliert, ein bisschen einzunorden und vielleicht ein bisschen auf die Füße zu holen, weil das schwebt alles ganz schön im Raum und es sind sehr viele Erwartungen drin, die vielleicht auch nicht ganz so erfüllt werden. Das ist so ein bisschen der Versuch. Als Historiker habe ich ein Buch geschrieben, mit der Irritation am Anfang, dass ich das Wort Informationen mir genauer angeschaut habe und über ein paar komische Stolperstellen gefallen bin, weil das irgendwie allen ziemlich klar scheint und wenn ich mir die Vorträge anhöre, alle wissen, was Information ist. Und das ist wie so ein Kernphänomen der gegenwärtigen Zeit. KI funktioniert nur mit Informationen, Digitalisierung im Allgemeinen basiert auf Informationen. Wenn man aber mal genauer hinter den Begriff schaut, ergeben sich einige auffällige Irritationen, was das eigentlich sein soll. Und ich habe auch Techniker dazu befragt, die sind sich alle auch am Ende nicht einig, was eigentlich Information ist. Das war sozusagen die Ausgangsüberlegung. Jetzt hätte ich Ihnen die schöne Geschichte erzählen können, dass ich im Mathehefter meines Sohns, der mittlerweile in der 9. Klasse ist eine Weile her, diese Abbildung gefunden habe aus dem Informatikunterricht. Ich glaube, es war Informatik. Links stehen lebende Informationssysteme, Mensch, Pflanze, Tier und rechts stehen technische Informationssysteme, Computer, Taschenrechner, Waschmaschine. Das hat er so abgeschrieben als vom Tafelbild. Und das ist also sozusagen geronnenes, sedimentiertes, nicht sedimentiertes Schulwissen, dass es also verschiedene Formen von Informationssystemen gibt, die irgendwie vergleichbar sind. Jetzt ist das in dem Raum bei einem Haufen IT-Nerds, wenn ich das mal so ohne despektierlichen Unterton sagen darf, vielleicht gar nicht so irritierend. Ich finde es schon irritierend, dass man eine Vergleichbarkeit zwischen dem höchsten technischen Informationssystem, dem Computer und dem Mensch sozusagen aufmacht. Man hat also jeweils drei. Und auf der höchsten Ebene sind Mensch und Computer quasi wesensgleich. Das fand ich ganz interessant, weil es ist halt nicht irgendwie ein abgedrehter Text, sondern es ist Schulwissen. Und da schien mir das Moment von Information einigermaßen dubios. Jetzt ist ein bisschen unklar, was Information bedeutet. Sie spielt trotzdem die zentrale Rolle im Bereich Digitalisierung, bei Algorithmen, selbstverständlich, ne? Und in dem, was man künstliche Intelligenz nennt. Werden wir nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen, warum der Begriff künstliche Intelligenz vielleicht ein bisschen überzogen ist. Das wissen viele von den IT-Menschen natürlich viel besser als ich, dass am Ende irgendwo Daten reingespuckt werden, die werden berechnet und wieder ausgegeben. Ob das intelligent ist, darüber kann man streiten. Jetzt spreche ich nicht die schlauen Informatiker und mit Informatikerinnen in der Runde an, sondern sozusagen eine breite Öffentlichkeit, die genau diesen Punkt oft nicht versteht, die sozusagen über so einen Punkt hinausgeht, zu sagen, was machen die Maschinen eigentlich? Ich kann das auch nur in Ansätzen verstehen, weil ich technisch minderbemittelt bin. Aber da draußen wird das sozusagen so wahrgenommen, wie das sind jetzt irgendwie Blackboxes, die im Prinzip denken. Ja, diese Frage, da komme ich noch darauf zurück. James Glakes, auch so ein Wissenschaftshistoriker, hat in einem für mich etwas überzogenen Tonfall das Ding mal so zusammengefasst in einem recht berühmten Buch. Heute können wir erkennen, dass Informationen unsere Welt antreiben. Sie sind das Blut und der Treibstoff, das Vitalprinzip des Lebens. Sie durchdringen die Wissenschaften von der untersten bis zur höchsten Ebene und transformieren jeden Wissenszweig. Das ist ein sehr euphorisches Abbild und nicht ganz zufällig, da kommt der Titel dieses Buchs und des Vortrags her. Fred Detzke, das ist auch so ein Informatiker aus den 80er Jahren schon, schreibt, am Anfang war die Information, das Wort kam später. Wer es nicht bemerkt hat, das ist eine Abwandlung der Bibel, das erste Satz von der Bibel. Ich habe das anfänglich für
naja, für eine Ironie gehalten, bis ich gemerkt habe, nee, da gibt es ein paar Leute, die das sehr ernst meinen, die diese Verbindung von sozusagen dem göttlichen Wort und der Information, die man erst später als solche entdeckt hat, ziemlich ernst meinen und nicht nur sozusagen so eine Art saloppe Formulierung wählen. Der Drätzke meint das Bier ernst. Ja, also sozusagen er glaubt, dass wir das Wesen, den Wesenskern von allen letztlich gefunden haben und von da ausgehend jetzt den Rest der Welt erklären können. Das ist sowas, was in diesem ganzen informationstheoretischen Zirkus mitspielt, die ganze Zeit mitspielt. Das hat wenig mit den Praktiken der IT zu tun, aber eher mit so einem öffentlichen Diskurs zum Thema. Man kann das auf zwei Ebenen verorten, dieses Phänomen Information als Weltformel, als das, was sozusagen der Kern von allem sein soll. Das ist einmal die gesellschaftliche Dimension, also das, was Digitalisierung heißt. Vorhin war die Enquete-Kommission zur Künstlicher Intelligenz schon mal Thema. Ich habe ein anderes Beispiel. Zwischen CDU und SPD gab es ein Dokument, mir fällt gerade der genaue Name nicht ein, bevor ein Koalitionsvertrag geschlossen wurde. Die Ergebnisse des Sondierungsgesprächs, da stand unter der Überschrift globale Verantwortung für Frieden in Europa, wollte die künftige Koalition, die jetzt eine geworden ist, ein Zentrum zur Erforschung künstlicher Intelligenz gründen, Frankreich und Deutschland, grenzübergreifend. Das Zentrum können die ja gründen, da habe ich gar nichts gegen. Aber die Überschrift, die drüber steht, globale Verantwortung für Frieden in Europa, war doch einigermaßen schräg. Also um sozusagen Krieg zu verhindern, müssen wir künstliche Intelligenz fördern. Mir ist irgendwie nicht klar, wie die Dinge zusammenhängen. In dem Vortrag vorher wurde es ein bisschen in die Richtung dargestellt, wir müssen sozusagen nur die Big Data und die Algorithmen sozusagen so empowern, dass sie im Prinzip eine globale Steuerung ermöglichen. Das ist ein bisschen ein Traum. Der ist nicht ganz neu, der ist in den 70ern auch schon in Chile mal gelebt worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht am Ende eine Entpolitisierung der Politik ist, mit der Hoffnung, über Steuerungstools alles regeln zu können. Ob wir in der Welt leben wollen, die alles steuert, kann man auch drüber reden. Es gibt noch eine zweite Ebene, auf der das eine große Rolle spielt. Das Buch springt auch ein bisschen zwischen diesen beiden Ebenen. Das ist das anthropologische Selbstbild des Menschen. Der Begriff Künstliche Intelligenz mag für viele so leichtfüßig runtergehen. Er nimmt aber an oder impliziert, dass im Prinzip die Maschinen intelligent sind wie Menschen. Auch wenn es einen Unterschied gibt, das ist auch allen klar, trotzdem hängt in der Formulierung schon das Selbstbild drin. Man sieht das ganz oft, wenn Sie sich Metaphernbestände angucken, wie sozusagen heute über das Gehirn reflektiert wird, über sozusagen Menschen, gibt es die Pausentaste und wir müssen mal aufräumen im Gehirn und den Speicher freikriegen. Achten Sie mal drauf, wie viele Metaphern aus der IT mittlerweile als Abbild des Menschen funktionieren. Finde ich auch eine ganz interessante Beobachtung, die ich auch einigermaßen schräg finde. Jetzt muss man dazu sagen, das Phänomen Information ist einigermaßen neu. Das ist eine Worthäufigkeit, Big Data, ne, das hat ja auch Vorteile, ich will es gar nicht leugnen, eine Worthäufigkeitsdiagramm des Wortes Information im Englischen seit 1900. Sieht man relativ deutlich, wie das Thema irgendwann eskaliert ist. Also vorher, vor dem Beginn des 20. Jahrhunderts, gibt es Information auch, aber es ist einigermaßen irrelevant. Als Begriff im Deutschen ist es sogar noch eine krassere Kurve, weil es im englischen Sprachraum, im Französischen auch Information schon als juristischen Begriff gibt. Im Deutschen spielt er eigentlich eine völlig untergeordnete Rolle. Im Prinzip bis in die späten 30er und dann die frühen 40er Jahre. Dann taucht das so langsam auf und beginnt sozusagen sich zu etablieren, eigentlich erst mit der Informationstheorie und dem Claude Shannon, den hier wahrscheinlich alle kennen im Baum, mehr oder weniger gut. Völlig klar ist auch, dass Digitalisierung das Phänomen der Stunde ist. 2005 geht die Kurve deutlich nach oben, also eigentlich erst seit 2010, dann aber drastisch. Also irgendwie reden in einem ganz kurzen Zeitfenster, historisch gesehen, alle möglichen Leute von Digitalisierung. Das ist eine Art universelle Weltbeschreibung und gleichzeitig noch so eine Art Lösungsansatz für alles, was sozusagen im Raum steht. Irgendwie ist Digitalisierung gerade überall. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass genauso schnell wie so ein Phänomen kommt, so schnell geht es auch wieder. Das wird man aber sehen, das kann ich jetzt, als Historiker gucke ich nicht nach vorn, sondern zurück. Man kann nur so ein paar vage Vermutungen formulieren darüber, was als nächstes kommen könnte. Also kurz gefasst, Information Rules, ja, das wird Ihnen auch geläufig sein, weil Daten sind Informationen, Algorithmen arbeiten mit Informationen, aber was das Wort heißt, ist einigermaßen unklar. Meine These, die ich sozusagen ein Stück weit heute vortragen will, ist, dass jenseits aller praktischen Veränderungen, die es ohne Zweifel gibt, das wäre völlig naiv und albern zu leugnen, dass sich nicht Dinge im großen Maßstab ändern, jenseits aller praktischen Veränderungen hat das informationstheoretische Denken, also die Digitalisierung und ihr Diskurs, auch etwas Religiöses. Mit ihm scheint die Letztbegründung gelungen und das Wesenhafte oder Natürliche und der wesenhafte oder natürliche Mechanismus von eigentlich allem gefunden zu sein. Jetzt muss ich gleich vorausschicken, religiös heißt in dem Fall nicht Institution Kirche. Ich habe das schon mal vorgetragen, das Thema.
da kam dann sozusagen die Kritik auf mich zu, dass ich behaupten würde, die Informatiker wären quasi eine Sekte. Das will ich nicht gesagt haben. Ich glaube, dass die Adressaten meiner Kritik weniger die Informatiker sind, weil ich von denen, jedenfalls mit denen ich gesprochen habe, schon das Signal kriege, dass sie einiges differenzierter auf die Themen schauen. Mir geht es eher um so eine öffentliche Debatte, die an die Themen KI, Digitalisierung eine Menge dranhängt. Viel mehr, als vielleicht richtig wäre. Das Religiöse, da komme ich gleich noch hin, warum das religiös sein könnte. Ein kleines Bildchen habe ich noch dabei, was ich erstmal kurz angucken kann. Das habe ich, ist ein Facebook-Fund. Ich habe jetzt hier keine Urheberrechte darauf, also müssen wir überlegen, wie wir das machen. Das hat erstmal für einen schönen Lacher gesorgt, weil es ja auch erstmal auf der ersten Ebene sozusagen witzig ist, zu zeigen, okay, es gibt also ein indifferentes Feld von Informationen und es gibt Wissen, dass diese Information auf eine komplexe Art verknüpft, weil dann entsteht Wissen, zumindest so die übliche Annahme. Und wenn man es, das dritte Bild muss ich nicht beschreiben, ne, wenn man es auf eine sehr schräge Weise verknüpft, kommt man bei Verschwörungen raus. Was mich aber in diesem Bild eigentlich interessiert, ist, dass hinter diesen verschiedenen Verknüpfungsvarianten, die man mehr oder weniger zweifelhaft finden kann, die Punkte objektiv bleiben. Sie sind einfach da. Das suggeriert, als würden im Hintergrund irgendwelche Tatsachen existieren, die unbestreitbar sind, also Information, steht ja auch drüber. Ach nee, die Bildüberschrift, doch, Information, Knowledge, Conspiracy Theory, ja. Einerseits ist das ein bisschen eine schräge Annahme, als wären Informationen einfach objektive Tatsachen, die nicht mehr im Bereich des Streitbaren liegen. Und das Zweite ist dann, dass das dritte Bild, das Verschwörungstheorien skizziert, ja davon ausgeht, dass eigentlich richtige Informationen nur falsch verknüpft werden. Das muss mir auch noch einer erklären, wie bei Flat-Earth-Theorien oder bei Aluhüten eigentlich richtiges Wissen falsch verknüpft wird. Also an dem Bild, so viel Interesse, das produziert hat, ist eigentlich einiges falsch. Ja, es ist zwar lustig, aber es trifft die Sache irgendwie nicht so ganz. Damit hätte ich den ersten Punkt schon abgehakt. Jetzt würde ich ganz zur Perspektive was sagen, aber das muss ich vielleicht gar nicht so weit ausführen. Ich bin als sozusagen Wissenschaftshistoriker oder Kultursoziologe, es gibt so Fachgrenzen, die taugen alle nichts, schwer zu sagen. Ich würde gerne eigentlich nur, ich will es gar nicht vorlesen, darauf eingehen, nochmal zu zeigen, dass auch an Informationen, an Daten und an deren Ergebnissen, Berechnungsergebnissen nichts authentisch Wahres dran sein muss. Und dass man die nicht mit Natur verwechseln darf. Das ist sozusagen ein häufiges Phänomen, wenn ich heute sehe, wie sozusagen Ergebnisse von algorithmischen Berechnungen verhandelt werden. Nicht wie sie zustande kommen, sondern wie sie später im politischen Prozess verarbeitet werden. Den Punkt würde ich also deswegen ein bisschen drüber gehen, was ich hier noch habe. Ist nicht so wichtig. Und jetzt rein zur Materie. Es gibt, das wird jetzt viele ein bisschen irritieren, jetzt gibt es einen kleinen historischen Ausflug, weil das Phänomen Information hat im 19. Jahrhundert ein Pendant, das ist die Entropie. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt. Es gab im 19. Jahrhundert auch Theorien, auch Wissenschaftstheorien, physikalische Theorien, die großen Einfluss ausgeübt haben. Das ist deshalb interessant, weil wir heute, das kann man in vielen Schriften nachlesen, auch in Feuilletons kommt das häufig vor, sehr oft wird die heutige Digitalisierungsphase mit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts verglichen. Also wir haben damals eine große Veränderung, die ist unbestritten. Und wir haben heute noch eine zweite große Veränderung, die sogenannte stille Revolution, weil es nicht ganz so knallt und dampft wie in den alten Fabriken. Und sehr häufig werden krasse Veränderungsdynamiken einmal, sozusagen, die man im 19. Jahrhundert beobachten kann und welche, die man heute beobachten kann, so kurz geschlossen. Wir hatten damals die Erfindung der Dampfmaschine, also James Watt etc. im 19. Jahrhundert, die Thermodynamik Mitte des 19. Jahrhunderts, die einiges revolutioniert hat und eine ganz andere Art des Zusammenlebens, des Wirtschaftens im Guten wie im Schlechten produziert hat. Und heute haben wir auf einer quasi vergleichbaren Ebene, was die Dimension angeht, die Computer, die die gleiche Macht, die gleiche Kraft haben. Das heißt, wir haben einmal eine Industriegesellschaft und wir haben heute das, was man klassischerweise Informationsgesellschaft nennt. In beiden, also es gibt sozusagen, das ist wahrscheinlich nicht so streitbar, es gibt so Vergleichbarkeiten zwischen diesen beiden Phasen, die jeweils sozusagen hochdynamische Umbruchsphasen darstellen sollen. Jetzt haben wir für beide Phasen physikalische oder wie nennt man die, Theorien jedenfalls, die sozusagen das ganze Wissenskonzert der jeweiligen Zeit stabilisieren sollen. Das ist einmal die Thermodynamik im 19. Jahrhundert und heute ist die Informationstheorie. Das ist das, was sozusagen die gesamte Rechnerfantasie und das, was um sie rumspielt, zusammenhält. Beginnt bei Shannon, wird Ihnen wie gesagt geläufig sein und es geht nicht so sehr um die praktische Umsetzung. Praktisch ist mir klar, dass da vieles funktioniert. Es gibt aber auch noch Leute, die nicht so viel davon technisch verstehen und das anders aufnehmen und anders wahrnehmen. Der spannende Punkt ist jetzt,
dass es in den jeweiligen historischen Epochen, also einmal im 19. Jahrhundert in der Industrialisierung und dann heute in dem Bereich der Informationstheorie, Digitalisierung, ich würde es mal abkürzen, zwei Phänomene gibt, die ganz vergleichbar funktionieren. Das eine ist die Entropie und das andere ist die Information. Jetzt werden Sie sich fragen, was die miteinander zu tun haben. Das klingt erstmal ein bisschen schräg. Entropie ist, das ist schwierig zu erklären. Ich bin nicht genug Physiker, um das elegant machen zu können. Das ist im Prinzip im Prozess der Energieumwandlung entsteht immer irgendein Rest. Ein Rest, der sich als Unordnung beschreiben lässt, Unordnung der Moleküle. Dass sozusagen dieser Rest ist dafür verantwortlich, dass es kein Perpetuum mobile gibt, dass also Maschinen, dass Energieumwandlung einen Verlust erleiden, dass irgendwann sozusagen die energetischen Ressourcen dieser Welt aufgebraucht sein werden. Das ist noch ziemlich lange hin. Aber das ist sozusagen das physikalische Phänomen der Entropie, was im 19. Jahrhundert für einiges Aufsehen gesorgt hat. Wir haben da Energie, Fabriken, Pauperismus, Veredelung und eine radikale Umgestaltung der Welt. Das hängt jetzt nicht alles für alle Leute, die in diesem Feld unterwegs sind, mit Entropie zusammen. Aber das wissensgeschichtliche Konzert ringsherum ist von Thermodynamik vom ersten und zweiten Hauptsatz geprägt. Also von dem Phänomen, von der Begeisterung dafür verstanden zu haben, wie Energie entsteht, wie Energie umgewandelt werden kann. Und das macht das Phänomen Entropie aus, dass wir eigentlich, da gibt es diesen schönen Ausspruch, we are shipwrecked passengers on a doomed planet. Also wir sind eigentlich Schiffbrüchige auf einem zum Untergang geweihten Planeten, weil die Energie irgendwann zu Ende sein wird, weil der wahrscheinlichste Zustand im Kosmos ist Unordnung und wir streben auf diese Unordnung zu. Da gibt es also eine ganze Reihe von Dingen, die sozusagen in der Zeit ziemlich wichtig gewesen sind oder die viel rezipiert wurden. Und jetzt habe ich ja noch einen Stichpunkt auf diesen Folien, der gar nicht mehr reinpasst. Sehen Sie es mir nach, ich weiß gar nicht warum. Was Entropie genauer bedeutet, müsste man nochmal abholen. Das habe ich schon gesagt, bei jeder Umwandlung von Energie entsteht ein Rest. Es gibt also kein Perpetuum mobile. Und in einem geschlossenen System nimmt die Unordnung der Moleküle stetig zu. Und weil das Universum geschlossen ist, nimmt man jedenfalls an, dürften wir auf den sogenannten Kältetod hinauslaufen. Im Englischen heißt der Heat Death und das hat immer mal für Verwirrung gesorgt. Besetzungsfehler, es geht darum, dass es keine Energie mehr gibt und dass die Welt erkaltet. Jetzt werden Sie sich die ganze Zeit fragen, warum erzähle ich Ihnen das alles? Da kommen wir aber noch hin. Einerseits muss man betonen, dass es im 19. Jahrhundert eine kulturtheoretische Bedeutung von Entropie gibt. Das ist also nicht nur ein Spaß von Physikern, die anfangen, die Welt zu verstehen, sondern das hat sozusagen Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftstheoretische Selbstbeschreibungen und Erwartungen, was da kommen wird. Arthur Eddington, das ist ein Physiker, der aber viele kulturtheoretische Geschriften geschrieben hat, schreibt zum Beispiel, ich glaube, dass dem Gesetz von dem ständigen Wachsen der Entropie, dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, die erste Stelle unter den Naturgesetzen gebührt. Ich habe noch mehr Beispiele, ich bringe nur wenige hier. Oswald Spengler müsste einigen im Begriff sein, der ist gerade im Kontext der neuen Rechten mit dem Untergang des Abendlandes wieder so ein Evergreen, hätte ich fast gesagt. Die lesen ihn gerade wieder und finden ihn ganz spannend. Der schreibt, das Weltende als Vollendung einer innerlich notwendigen Entwicklung, das ist die Götterdämmerung. Das bedeutet also als letzte, als irreligiöse Fassung des Mythos die Lehre von der Entropie. Das bringe ich Ihnen nur, um mal kurz die Dimensionen abzugrasen, in denen dieses Thema sozusagen gespielt hat. Es ist also nicht so eine Randbedeutung. Und Michel Foucault, ein ziemlich berühmter Historiker auch, oder was auch immer, Wissenshistoriker, schwer zu sagen, was der genau war, schreibt, im zweiten Grundsatz der Thermodynamik hat das 19. Jahrhundert das Wesentliche seiner mythologischen Ressourcen gefunden. So. Jetzt kommt es zur Information. Jetzt kommen wir sozusagen zu dem Punkt, der möglicherweise, hatte ich schon, den Punkt würde ich gerne noch bringen. Das Spannende ist, im späten 19. Jahrhundert vor allem macht sich so ein Pessimismus breit, ja, der sich dann scheinbar einzulösen scheint in zwei Weltkriegen und dem Untergang der Titanic zwischendrin. Das wird auch in der Presse relativ viel diskutiert und das bindet sich sozusagen an so eine Vorstellung von dieser schiefen Bahn, auf der wir alle sind. Wir sind alle sozusagen dem Untergang geweiht. Als würde sich sozusagen ein weltgeschichtliches Szenario selbst bestätigen. Und das ist sozusagen in einer ganz kurzen, da könnte man noch ewig viel drüber reden, was das 1900 ausmacht. Da gibt es endlos Themen, die man noch wälzen könnte. Es ist nur interessant, das sozusagen sich anzuschauen, weil die Informationstheorien, dazu komme ich jetzt endlich, damit ich sie nicht ganz so langweile, jetzt nicht nur einfach anfängt, Rechner zu bauen, sondern sie antwortet genau auf dieses Problem. Und das ist vor allem, also die Kybernetik ist dann sozusagen, das kennt ihr, kennen Sie, der Kontext, in dem es stattfindet. Aber ganz konkret habe ich mal gleich, hier stimmt mit meinem Bildchen irgendwas nicht. Ich bin ein wenig durcheinander, weil hier irgendwas falsch ausgedruckt ist auf meinen Zettelchen. Da muss ich die, glaube ich, mal liegen lassen.
Das Konzept der Information antwortet also unmittelbar auf die, auf den entropischen Verfall, physikalisch und kulturgeschichtlich. Zunächst gibt es bei Boltzmann zum Beispiel und bei Max Planck eine Übersetzung von eigentlich thermodynamischen, also von energetischen Prozessen hin zu Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Es gibt die Boltzmann-Konstante, wer mir erklären kann, was die genau ist. Ich weiß, das ist bloß eine Zahl, was die genau macht, dem bin ich sehr dankbar, weil physikalisch verstehe ich das dann nicht mehr. Interessant wird jedenfalls, dass das ganze Theorem von Unordnung und Ordnung, was erst molekular gedacht wird, später auf ein Phänomen von Wahrscheinlichkeiten appliziert wird, was die Brücke darstellt zum Computerbau letztlich, also zu digitalen Apparaturen, wie sie dann später auftreten werden. Dafür ist natürlich, also um sozusagen eine Übersetzung herzustellen, muss man energetische Prozesse in signalartige Prozesse übersetzen. Und die Kybernetik ist sozusagen das Thema in 50er, 60er Jahren, also direkt nach der sich selbst erfüllten thermodynamischen Prophezeiung, dass alles im Bach runtergeht, kommt die Kybernetik ins Spiel und fängt an, auf eine digitale Weise ganz früh schon, auch wenn es den Begriff erst später gibt, letztlich die Welt zu retten, zumindest dem Versuch nach. Das Spannende ist, Claude Shannon, der sogenannte Begründer der Informationstheorie, hat selbst sozusagen, Sie kennen wahrscheinlich diese Schrift besser, ich habe da ein Problem mit, weil ich die Formeln in diesem Buch nicht lesen kann. Ich kann also nur diese kurzen Textpassagen zwischendurch lesen und muss mir das dann rückwärts erschließen. Es gibt zum Glück ein erklärendes Beiwerk von seinem Kollegen, der es dann im Text produziert, also im für mich lesbaren Text. Der fängt an, im Prinzip eine Theorie zu entwickeln, wie man am schlauesten kommunizieren kann auf große Distanz. Das ist im Prinzip die Kernfrage, die er hinstellt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt er auf die Idee, mit einem zweiwertigen Code von 0 und 1 ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Sender und Empfänger sich verstehen werden. Und sozusagen jede Leitung hat ein Grundrauschen, auch das ist Ihnen bekannt, viel besser als mir wahrscheinlich. Und diese ganze Theorie der Kommunikation läuft darauf hinaus, auf einem zweiwertigen Maß mit 0 und 1 zu kommunizieren und dann sozusagen diese Codierung wieder zurück zu kodieren in sinnvolle Aussagen, in ein anderes Wissenssystem. Das ist aus Shannon übernommen als Bild. Das Interessante ist, dass wir hier zwei Zustände haben, 0 und 1. Also, wie beschreibt man das? Ich bin so ein bisschen unsicher, weil ich mal davon ausgehe, dass Sie das alles viel besser kennen als ich, diesen theoretischen oder letztlich mathematischen Kram. Wir haben zwei Zustände zwischen 0 und 1, also zwischen zwei Werten. Man könnte sagen, wenn ich mich zwischen zwei Gin-Sorten entscheiden muss, in dem Moment, wo ich mich entscheiden muss, habe ich einen Zustand von 2 Bit, von einem Bit, sieht man da oben. Das ist der höchste Entropiewert. Das ist der Moment, in dem die höchste Unsicherheit ist, weil ich mich nicht entschieden habe. Ich habe keine Nachricht gesendet, aber ich habe zwei Möglichkeiten, 0 oder 1. Und da kommt sozusagen dieser Entropiewert ins Spiel, der eigentlich mal thermodynamisch war, weil es gibt so eine Art kommunikative Unsicherheit, in dem Fall eine sehr kleine, weil es bloß zwei Werte gibt. Das kann man aber endlos skalieren, das Phänomen. Für Shannon ist jetzt, und das ist das Spannende dabei, Entropie gleich Information. Das ist exakt, also als Formel I gleich H. Soweit komme ich noch mit Formeln. Das heißt, dieses ganze thermodynamische Szenario wird zuerst aus Molekularsicht in Wahrscheinlichkeitsrechnung übersetzt und später in Signalwahrscheinlichkeiten von Rauschen und Nichtrauschen. Und wir können sozusagen, wenn wir gut kommunizieren, das Ganze reduziert auf eine Zweiteilung von 0 und 1, das Problem der Entropie minimieren. Das Spannende ist jetzt, das ist eine Randnotiz, dass seither ein Stück später mit allen anderen, die in diesem Kontext unterwegs waren, die Kurve eigentlich so rum eingezeichnet werden müsste, weil Entropie gleich, I gleich minus H gilt, also Entropie ist gleich, Quatsch, Information verringert die Entropie, das ist dann indirekt proportional zueinander. Und seither reden wir von Informationsbegriffen, die im Prinzip das machen, die im Prinzip die Unordnung dieser Welt auf einer Signalbasis zu verstehen helfen. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich rede gegen eine Wand, weil das so wissenshistorischer Kram ist, der keine Sau interessiert. Das Spannende ist, warum ich das alles erzähle, ist, weil das an dieser ganzen informationstheoretischen Denke, die sich heute als Digitalisierung sozusagen einholt oder abholt, hängt viel mehr als nur das Rechnerfunktionieren. Ja, es gibt sozusagen einen ganzen Kontext, der vor allem in der Kybernetik dann groß und wichtig wird, der viel mehr zu leisten imstande sein will, als nur Rechner funktionieren zu lassen. Also Kommunikation über Distanz und Berechnungen auf der Basis von 0 und 1 zu ermöglichen. Jetzt habe ich mir sozusagen in der Zeit alle möglichen Schriften angeschaut und habe versucht herauszufinden, was die Leute unter Information eigentlich verstehen. Da haben wir Shannon, der sagt, das ist ein Zustand freier Wahl. Also ein ganz begrenztes Zeitfenster mit einem Start und einem Ende.
wo man sagen kann, okay, jetzt habe ich die freie Wahl. Das ist sozusagen ein Bit Information in diesem Bild vorhin für einen gewissen Zeitraum, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Dann ist sozusagen der Zustand vorbei. Die Information ist weg und ich habe eine Nachricht gesendet. Das ist für uns ein bisschen kontraintuitiv, weil wir Informationen anders verstehen, meistens zumindest. Andere verstehen, das ist heute sehr üblich, Information als Nachricht. Dann verstehen manche Informationen als Daten. Manche als Daten mit Bedeutung und manche als Daten ohne Bedeutung. Der berühmte Marshall McLuhan hat geschrieben, elektrisches Licht ist die reine Information. Es ist gewissermaßen ein Medium ohne Botschaft. Und der Informationsphilosoph Floridi, Luciano Floridi, Italiener, schreibt 2018 noch in einem Text, das Problem ist im Prinzip, dass wir immer noch keine exakte Definition von Information haben. Was jetzt irgendwie für meine Begriffe keine reinständige Botschaft ist, weil wir die ganze Zeit, das werden Sie in allen Vorträgen hier erlebt haben, von Informationen reden. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, was das eigentlich soll. Keiner kann sich darauf einigen, was genau mit Informationen eigentlich gemeint sein soll und worum es da eigentlich geht. Um nochmal zurückzukommen, ein Schritt. Theodore Rossack, der hat auch den Begriff Counterculture erfunden, ein ziemlich berühmter amerikanischer Kulturwissenschaftler, schreibt im Rückblick auf seine Vergangenheit, 1933 ist das ungefähr, in den USA. In den Jahren meiner Kindheit, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, war Information kein aufregendes Thema. Als intellektuelle Kategorie besaß der Begriff einen bescheidenen und nebensächlichen Status. Nur wenige Menschen hätten in ihr den Gegenstand einer Theorie oder einer Wissenschaft erblickt. Sie war noch mit keiner fortschrittlichen Technologie verbunden, die ihr Glanz und zugleich einen besonderen ökonomischen Wert verlieh. Im angloamerikanischen Sprachraum gebrauchte man das Wort wohl am häufigsten in der Bitte Information Please, mit der man damals beim Fräulein vom Amt die gewünschte Telefonnummer verlangen musste, weil man auch nicht direkt die Auskunft anrufen konnte. Das ist nochmal so ein ganz kurzer Splitter, der zeigen soll, dass es nicht immer so selbstverständlich war, wie heute von Information zu regeln ist. Die Leute wussten nicht, was das eigentlich soll. Und heute ist es sozusagen wie so ein Nabel der Welt, um den sich alles Mögliche dreht. Das führt dann auch zu dem, was ich die Epistemologie der Kybernetik nennen würde. Da bin ich nicht der Erste, der das macht. Ich nenne es, sag nur als Gefälligkeit, dass ich das so nennen würde, weil es sonst zu kompliziert wird. Die könnte man so zusammenfassen. Die Welt lässt sich als hochkomplexe Ansammlung zirkulierender Informationen beschreiben. Die Materialität der Welt ist letztlich sekundär, weil ihre Struktur immer zu informationsgeleitet ist. Das findet man auch in der Biologie wieder. Das ist ein Riesenthema, was auch die Biologie affiziert, weil da der DNS-Code im Prinzip das nur Fleischliche steuert. Ja, das ist seit den frühen 60er Jahren das große Thema in der Biologie gewesen. Die Steuerung von Informationen wirkt antientropisch. Sie wirkt also ordnungsstiftend und die Unordnung oder das Rauschen vermeidend. Und die substanzlose Substanz hinter allem ist die binäre Unterscheidung von 0 und 1. Das sind so Elemente einer kybernetischen Epistemologie, die wir heute in vielen Fällen noch wiederfinden und die sich popkulturell auch durchgesetzt hat, auf eine ganz schräge Weise bisweilen. Michael Wolkenstein ist ein Biologe, schreibt ganz salopp und ohne, dass er das Zweifel daran hat, in allen Fällen haben wir es mit der Schaffung neuer Informationen zu tun, seien es Galaxien und Sterne, Planeten, Faltengebirge oder biologische Arten. Man übersetzt sozusagen alles Materielle in irgendwelche Informationsflüsse. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber es ist zumindest ziemlich zeitgemäß. Diese neue Wissensordnung finden wir auf vielen Ebenen. Wir haben sie anthropologisch, das hatte ich vorhin schon angedeutet, die Rechenmaschine und das Gehirn werden sehr oft als Synonym verkauft. Wir haben sie philosophisch. Informationen sind irgendwie so eine Art Letztbegründung, auch wenn keiner genau weiß, was Information eigentlich ist. Martin Heidegger, der eben ein bisschen abgedriftet ist in den 60er Jahren, steigt voll drauf ein und sieht die Philosophie quasi am Endpunkt. Und wir haben es auch soziologisch, weil die Gesellschaft immer wieder als Ansammlung zirkulierender und zu steuernder Informationen dargestellt wird. Wir hatten vorhin im Vortrag davor, ging es um Governance-Perspektiven und um die Möglichkeit, wie man mit Algorithmen und Big Data die Welt retten kann. Dahinter steckt so eine Vorstellung, als wäre die gesamte Welt letztlich nur so eine Art prozessierbares Reservoir an Daten. Das ist eine einigermaßen auffällige Verkürzung. Das lasse ich jetzt hier mal weg. Es gibt auch die Counter, also ich erwähne es noch kurz, in der Counterculture, also in den 60er Jahren in den USA ist das auch sehr stark vertreten. Im LSD-Rausch findet man auf einmal kybernetische Fantasien übersetzt auf Drogen. Es gibt sehr schöne Schriften zu, sehr witzig. Und heute finden wir all diese Themen in der Neurobiologie, in der Genforschung, bei den Digital Humanities ist es ein Riesenthema und natürlich selbstverständlich bei der Digitalisierung. Um jetzt zur Gegenwart zurückzukehren, noch ein paar popkulturelle Beispiele. Das ist ein Bildstill aus dem Film Lucy, wer den gesehen hat. Kennt den jemand von
Luc Besson, der im Prinzip diese ganze Fantasie einer von Informationen getriebenen Welt wunderbar ins Bild setzt. Ein bisschen eindimensional, das macht er immer. Die Hauptfigur wird im Prinzip irgendwann zu einem Informationsgott. Also wer sich den mal anschauen will, versteht vielleicht noch ein bisschen eher, was ich meine. In all diesen Filmen, Ex Machina, Guardians of the Galaxy, bei Sherlock kommt das vor und bei diesem Film Transzendenz, der ja einigermaßen absurd ist, in all diesen Filmen findet sich im Prinzip eine informationstheoretische Drehung, eine Idee davon, dass die gesamte Welt letztlich nur Informationen von Informationen durchsetzt und gesteuert ist. Jetzt könnte man, um so langsam ein bisschen die Biege zu kriegen, die Frage stellen, was ist daran eigentlich ein Problem, zu sagen, die Welt besteht aus Informationen, die prozessiert werden müssen und die wir sozusagen berechnen können. Ich würde damit zwei Probleme formulieren. Das eine ist, es ist irgendwie eine ganz schön krasse Anmaßung, jetzt endlich, nachdem die Kulturgeschichte ein paar tausend Jahre fehlerhaft durch die Gegend meandriert ist, alles verstanden zu haben. Ja, das, daher auch diese Brücke zum Religiösen, alles verstanden zu haben, eine letzte Begründung gefunden zu haben, ist etwas, was bis dato den Religionen vorbehalten war. Da war es Gott. Ja, jetzt sagen Leute, am Anfang war nicht das Wort, sondern die Information, und zwar allen Ernstes, und spielen damit so eine Art neue religiöse Kontur durch. Und wir haben ein paar problematische Praktiken verrechneter Zukunft und totaler Kontrolle, was sozusagen an manchen Stellen sich durchaus progressiv darstellen lassen könnte, nämlich Kontrollfantasien, die über Big Data funktionieren, hat an verschiedenen Stellen einige ganz schön gewichtige Abgründe. Ich würde mal noch zwei Beispiele, was diese Abgründe angeht, mitbringen. Sie kennen das vielleicht besser als ich, aber der sogenannte Todesalgorithmus, das ist ein Bild, was ich bei Google gefunden habe, ich fand es ein bisschen schräg, das ist jetzt auch eher so eine Medienente, könnte man einerseits sagen. Andererseits ist es ja in der Tat so, dass es eine ganze Reihe an Firmen gibt, die Blackboxes, die Algorithmen bauen, mit denen Behandlungsperspektiven von Patienten errechnet werden, weil große Datenmengen im Prinzip die Prognosen erstellen sollen. Das hat jetzt ein paar Untiefen, hätte ich es fast genannt. Zum einen, ich würde erstmal noch ein Beispiel bringen, das muss ein bisschen mit einem fehlerhaften Ausdruck hat das zu tun. Ein Auszug aus einem Forschungsbericht zu Blackboxes, zu algorithmengestützten Diagnoseerstellung. Da heißt es, in Machbarkeitsstudien mit computergestützten bildgebenden Analysetechniken zeigen wir, wie routinemäßige CT-Bilder, die einen Durchschnitt errechnen, genutzt werden können, um die Lebensdauer von Patienten vorherzusagen. Stellvertretend für alle, egal wie gesund oder krank Einzelne sind. Das heißt, mit diesen Techniken, die es gibt, die an vielen Stellen ihre produktiven Vorzüge haben, wird einigermaßen Schindluder getrieben, weil auf einmal Fantasien aufkommen, dass man, wenn man nur genug Daten einspeist, auch alles weiß, was den Gesundheitszustand von Menschen angeht. Daher kommt dieser Name des Todesalgorithmus, weil da drin ja auch die Vermutung steckt, man könne vorher wissen, wann Leute sterben werden. Das Problem ist, dass das am Ende eine hochkomplexe Berechnung sind, die für Menschen so nicht mehr zugänglich sind. Das heißt, es gibt aktuell keine Überprüfbarkeit für diese Daten. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen mit diesem Phänomen der Explainable Artificial Intelligence auseinandergesetzt, also mit dem Versuch, rückwärts sozusagen die Berechnungsergebnisse von Blackboxen verständlich zu machen für Menschen, also in Wissensrepräsentationssysteme zu übersetzen, die wir dann wieder nachvollziehen können. Das Spannende ist, da ist viel auf dem Weg. Vieles verstehe ich technisch nicht. Aber am interessantesten finde ich, das Thema ist gerade ganz heiß und alle Techniker, die ich lesen konnte, sagen, müssen wir machen, sind wir noch nicht so weit. Auf der anderen Seite gibt es diese Apparaturen aber und sie steuern Behandlungspläne. Also müssten wir nicht eigentlich erst das eine machen, nämlich die Rückwärtsübersetzung von dem, was Blackboxes leisten, um zu fragen, was machen die und wie machen die es, bevor wir diesen Maschinen, um das mal so zu sagen, die Autorität geben, tatsächlich einen Behandlungsplan festzulegen. Also da hat sozusagen die Praxis die Theorie längst überholt. Wir wissen nicht, was die Dinger machen und trotzdem glauben wir ihnen. Das finde ich ganz erstaunlich. Auch wenn da viel auf dem Weg ist, selbst die Leute wie Sie, die das viel besser wissen als ich, können in diese Maschinen nicht reingucken. Die wissen nicht genau, wie die Parameter verschoben werden, wie sozusagen die Layer interagieren miteinander. Und dennoch glauben wir daran, dass es richtige Berechnungsergebnisse sind. Ein zweiter Punkt, der jetzt eher politisch ist, der sehr schwer wiegt in diesem Feld, ist, dass Blackboxes von Firmen gebaut werden, die ökonomische Interessen haben. Also Google hat so einen Ableger, Aspire Health, die sind weltweit recht weit vorn, was diese ganzen Behandlungspläne angeht. Selbst das, was man einsehen könnte, ist Geschäftsgeheimnis. Da wird es dann wirklich spooky. Also es gibt sozusagen Firmen, die Apparaturen bauen und Behandlungspläne entwerfen oder errechnen lassen, wo man von keiner Seite drauf gucken kann. Einerseits, weil wir es nicht können, weil wir die Explainable AI noch nicht haben. Andererseits, weil die Firmen sagen, stopp, selbst das, was lesbar wäre, dürft ihr nicht einsehen. Das ist schon, finde ich, schon einigermaßen bizarr, was da läuft.
Dazu kommt, dass sozusagen über die Verrechnung von großen Datenmengen die subjektiven Faktoren konstant rausgerechnet werden. Wir wissen einfach nicht, ob individuelle Kriterien einen anderen Behandlungsplan besser hätten machen können, weil sie einfach nicht verrechnet werden. Es werden nur vergleichbare Daten herangezogen, die messbar sind. Wir nehmen also auch an, dass wir alle Daten kennen. Dass Leute stärker oder schwächer sind, einen anderen Willen haben als andere, fliegt alles aus der Gleichung, weil es nicht berechenbar ist. Und letztlich wird dann eine zur Erwartung verdichtete Wahrscheinlichkeit zur Praxis. Also wir errechnen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass und ob ein Patient sterben wird und halten uns jetzt schon daran, obwohl der Zeitpunkt noch gar nicht gekommen ist. Also das, was wir vermutlich errechnet haben, beeinflusst die Gegenwart. Das ist wie so ein Zirkelschluss von Zukunft und Gegenwart. Es gibt eine Zeitsoziologin, Helga Nowotny, die hat das eine gestreckte Gegenwart genannt, in der es im Prinzip keine Unsicherheit der Zukunft mehr gibt oder auch keine Varianz mehr, was passieren kann und was passieren wird. Es zählt also die Unbestimmbarkeit des Zukünftigen. Das finde ich tatsächlich einigermaßen befremdlich und einigermaßen sozusagen schwerwiegend, wenn ich mir vorstelle, dass irgendeine Maschine für mich errechnet, wie es mit mir weitergehen kann. Ohne dass ich sagen kann, Moment, vielleicht bin ich ja anders drauf. Ein zweites Beispiel, was ich noch bringen will, ist Predictive Policing. Das werden Sie auch kennen, das ist gerade hier in so eher linken Kreisen ein typisches Thema. Also die Vorhersagen der Polizeiarbeit, das kommt in Deutschland noch eher langsam an. In den USA ist es schon das Big Ring, das machen alle. Den Mechanismus brauche ich Ihnen nicht erklären. Es werden große Datenmengen verrechnet, die dazu beitragen sollen, Kriminalität schon zu verhindern, bevor sie stattgefunden hat. Jetzt könnte man noch einen riesigen langen Exkurs machen zu liberalen Rechtsgrundsätzen. Also ist schwierig, wenn das Verbrechen schon vereitelt werden soll, bevor es stattgefunden hat, weil es dann gar keine Möglichkeit mehr gibt, es vielleicht auch gar nicht zu begehen. Also der Freiheitsspielraum wird einigermaßen eingeengt. Ich habe ein paar von diesen deutschsprachigen Texten zum Thema gelesen. Da gab es eine sehr schöne Stelle, fand ich. Der Herr Kluber schreibt, mit Wahrscheinlichkeiten können Entwicklungen in der Zukunft belegt werden. Das ist ihm möglicherweise so aus Versehen passiert, die Formulierung. Vielleicht fällt es ihm gar nicht auf. Aber das Wort belegen hat im Regelfall einen Blick nach hinten zur Folge. Also ich kann nur Dinge belegen, die geschehen sind. Ich kann auch, habe ich glaube ich auch auf der Folie, kein Fußballergebnis von gestern vorhersagen. Also das ist sozusagen falsch rum gedacht. Ja. Das Belegen, also der Kluber gibt sich in dem Text sonst große Mühe zu sagen, nein, das ist nicht Minority Report, wir haben nur Berechnungsgrundlagen und dann schreibt er auf einmal, dass mit Wahrscheinlichkeiten Dinge von morgen belegt werden können. Er greift also mit einer statistischen Sicherheit auf Zukünftiges zu, die im Prinzip das Reich der Unfreiheit eröffnet, so würde ich das nennen wollen. Dazu kommt noch, dass wir einen ziemlich auffälligen Bestätigungsfehler an dem Feld haben. Dafür ein Beispiel. Das geht zu weit, Bestätigungsfehler. Der besteht bei den Gesundheitsfragen gibt es das auch. Wenn ich einem Krebspatienten eine bestimmte Perspektive gebe und dann palliativ eingreife, also bloß nach Schmerzlindern arbeite, wird er dann pünktlich sterben. Ja, weil sozusagen die entsprechenden Handlungspläne darauf abgestellt waren, die Wahrscheinlichkeit einzuholen, das, was errechnet wurde. Bei Vorhersagen der Polizeiarbeit ist es in gewisser Weise ähnlich. Wenn die Polizei auf Grundlage von Berechnungen ausrückt und den Täter, nehmen wir an, einen Einbrecher stellt, können Sie sagen, top, wir haben es richtig berechnet, wir haben einen erwischt. Wenn Sie keinen stellen, können Sie sagen, tja, wir waren früh genug da. Unsere Berechnungen stimmen trotzdem. Das heißt, die Berechnung ist von beiden Seiten immer richtig. Was eigentlich schon deutlich machen sollte, dass da im System was falsch ist, dass da was falsch berechnet wird. Oder dass überhaupt die Idee, sowas zu berechnen, an sich schon in sich ein Fehler ist. Und es gibt die vermeintliche Objektivität der Datensätze. Das hatten wir gerade auch schon in dem Vortrag vorher. Ein Beispiel. In den 25 größten Bezirken Kaliforniens werden Schwarze öfter wegen Marihuana-Konsums inhaftiert als Weiße. Typischerweise doppelt, drei oder sogar viermal so häufig wie Weiße. Studien der US-Regierung zeigen jedoch übereinstimmend, dass schwarze Jugendliche seltener Marihuana konsumieren als weiße Jugendliche. Das ist, so ein Beispiel finden Sie hunderte. Diese ganze Idee einer berechneten Zukunft stellt darauf ab, dass wir im Prinzip in unseren Big Data-Sammelsurien alles abgebildet haben. Alles und zwar objektiv, weil sonst die Berechnung nicht mehr objektiv sein könnte. Das stimmt aber von vorn bis hinten nicht. Vorhin kam aus dem Publikum bei dem Vortrag vorher das Beispiel, dass Gesichtserkennungssoftware vor allem mit rosa Schweinchen Arion funktioniert. Sobald Gesichter diverser werden, kommen die nicht mehr klar. Das ist ein ähnliches Problem. Auch da ist die Frage des Datensatzes, den ich eingespeist habe, ziemlich crucial, ziemlich wichtig. Und dennoch, obwohl sozusagen hier krasse Verzerrungen sind, da gibt es eine sehr schöne Studie aus dem US-amerikanischen Bereich, die zeigen, wie biased heißt es dann, wie verzerrt diese Datensätze sind. Und dennoch gibt es Polizeibehörden, mittlerweile auch in Deutschland, auch in Sachsen,
die davon ausgehen, dass die Datensätze so objektiv sind, dass die Berechnungen dann auch valide sind, dass wir auf Grundlage der Berechnungen handeln können. Dass da ein tief sitzender Rassismus reproduziert wird, dass sozusagen Datensätze, die vorher schon falsch waren, sich immer weiter selbst verstärken, ist ein Prozess, den die Kriminologen dieses Landes sehr häufig betonen. Ihnen hört aber keiner zu. Also das Phänomen ist, dass wenn ich sozusagen auf Grundlage von bestimmten Berechnungen losgehe, in ein bestimmtes Viertel, was sozusagen Hotspot ist, das heißt dann in diesen ganzen Dingern Hotspot, gehe ich dann dahin, bin mit der Polizei vor Ort und werde Dinge sehen, die ich nicht gesehen hätte, wenn ich nicht da wäre. Das heißt, ich habe eine bestimmte Anzeigenaufnahmepraxis. Ich nehme Anzeigen in dem Viertel auf, die wiederum in meinen Datensatz eingespeist werden. Der errechnet mir den Hotspot aufs Neue und nochmal verschärft. Das heißt, das ganze Phänomen verstärkt sich. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass sozusagen in den Datensätzen ein Haufen Rassismus versteckt ist, muss man sich überlegen, was passiert, wenn ich sozusagen so irrwitzig daran glaube, dass diese Datensätze mir ernsthaft irgendwas berechnen, was die Zukunft vorhersagt, mit einer gewissen Sicherheit vorhersagt. So, das hatte ich jetzt schon abgehakt. Bernd Bellina, genau. Habe ich alles schon erzählt. Man könnte jetzt noch weiter zu weiteren Themen schauen, zum Beispiel zu Finanzmärkten. Da gibt es ein wunderbares Buch von Josef Vogel, Das Gespenst des Kapitals, wer sich damit beschäftigen will. Die funktionieren auf eine ähnliche Weise. Auch da sind letztlich informationstheoretisch durchdachte Repräsentationssysteme, die davon ausgehen, alle relevanten Daten eines Unternehmens einspeisen zu können oder von Währungen, um dann auszurechnen, mehr oder weniger stabil auszurechnen, was in Zukunft kommen wird, um den Preis des Unternehmens zu bestimmen. Nur dass die Bestimmung des Preises die Gegenwart beeinflusst. Dass wir haben so ein permanentes Wechselspiel von vermeintlicher Zukunft und Gegenwart, was die Varianz dessen, was kommen wird, das vielleicht des Zukünftigen komplett ausstreicht. Warum das so einfach funktioniert, ist mir einigermaßen rätselhaft. Und deswegen habe ich diesen großen Bogen zur Entropie gemacht, der Ihnen wahrscheinlich einigermaßen lästig war unterwegs. Zumindest hatte ich den Eindruck, mir war auch ein bisschen lästig. Warum es wichtig ist möglicherweise, ist, weil hinter diesem ganzen Phantasma Informationstheorie mehr steckt als nur das Funktionieren von Algorithmen. Dahinter steckt ein Phantasma davon, dass wir es irgendwie jetzt verstanden haben, wie die Welt und wie wir selbst funktionieren. Nicht zufällig nennt man das Phänomen künstliche Intelligenz, obwohl es letztlich nur prozessierende Daten sind. Da gehen irgendwie Daten rein, Daten kommen wieder raus. Ob Denken wirklich so flach funktioniert, darüber kann man streiten. Und zum Schluss noch ein paar eher lustige Beispiele oder eher lustige Anekdoten aus dem Feld. Wenn man jetzt diesen ganzen informationstheoretischen Plot auf Gesellschaftstheorie anwendet, kann man ganz gut beobachten, dass es nur zwei Lesarten dieser Variante gibt. Die eine ist dystopisch, die andere ist utopisch. Die einen glauben, wenn wir nur weiter so machen und KI entwickeln, werden wir die Welt retten. Die Kollegin, die vorher vorgetragen hat, hat so unterschwellig diese Tonlage bedient. Oder es gibt die dystopische Variante, von wegen, dass wir gehen irgendwann alle unter, weil wir die totale Kontrollmaschinen werfen gerade. Ein Beispiel für die zweite Variante. Die smarte Diktatur, ich weiß nicht, kennt das Buch vielleicht jemand von Harald Welzer? Einigermaßen lustig an manchen Stellen. Er schreibt, die Angebote, also der hat irgendwas bestellt, ne? Die Angebote muten zuweilen ein bisschen dämlich an, weil man ja zum Beispiel kaum dazu neigen wird, nach 47 Wochen lang Kaffeemaschinen zu kaufen, nachdem man einmal eine im Netz gesucht hat. Dachte ich, hat er recht, geht mir auch so, ich kriege immer Vorschläge bei Facebook immer noch von irgendwelchen Nazi-Seiten. Und ich mir frage, wo nehmt ihr die Daten her, aber egal. Jetzt kommt aber Harald Welzer mit einer ganz anderen Drehung um die Ecke, die ich ziemlich witzig finde. Es geht ein Gerücht, dass solche Plumpheiten absichtlich programmiert werden, um den zutreffenden Eindruck zu vermeiden, dass diese Programme mittlerweile wirklich sehr mächtig smart geworden sind. Das heißt, der Welzer erlebt praktisch bei Amazon oder wo auch immer, wie trivial diese Algorithmen mitunter funktionieren, kommt dann aber verschwörungstheoretisch dahin und sagt, das machen die nur, um uns zu verarschen, damit wir nicht merken, dass sie uns eigentlich schon voll in ihrem Griff haben. Ja, da kommt so eine komische, einigermaßen lächerliche, dystopische Drehung auf, weil die smarten Maschinen, die können alles. Ja, also wir werden demnächst untergehen, fand ich eine schräge Form von dystopischer Perspektive nach vorn. Der Punkt, den ich gerade übersprungen habe, ist, dass die utopischen und die dystopischen Perspektiven auf die Zukunft eigentlich eine gemeinsame Wissensbasis teilen. In beiden Fällen muss ich annehmen, dass der Mensch nur eine Schnittstelle ist zu einem Computer, dass sozusagen Computer und Mensch eigentlich wesensgleich funktionieren und dann vermittelt werden können. Das kann entweder mein Himmelreich bedeuten oder meine Unterjochung. Wenn das aber vielleicht gar nicht stimmt, wenn der Vergleich vielleicht gar nicht trägt, weil es zwei ziemlich unterschiedliche Entitäten sind, die man assoziativ mal kurz vergleichen kann, aber nicht in einen Topf schmeißen kann, gehen beide Perspektiven nicht mehr auf. Also die dystopische und die utopische.
Und zum Abschluss habe ich noch was Verschwörungstheoretisches mitgebracht, weil ich es ganz witzig oder interessant fand. Das ist so ganz abgelegene, wirklich humoristisch aufgeladene Verschwörungstheorien gibt oder Verschwörungstheorien, esoterisches Superwissen gibt, das selbst wiederum unterwandert ist von informationstheoretischen Denkmustern. Also selbst die Esoteriker sozusagen denken wie Shannon informationstheoretisch. Und es gibt die Struktur und Information von Wasser, da gibt es schon ein paar Lacher, ihr kennt das schon. Ne? Da habe ich einen von wasserhelden.net, eine schöne Seite, guckt es euch mal an. Der japanische Forscher Dr. Emoto hat mehrere Experimente bezüglich der Struktur des Wassers durchgeführt. Dafür hat er Petrischalen mit Wasser gefüllt. Die eine Hälfte hat er durchgängig gelobt, während er die andere Hälfte der Petrischalen beschimpfte. Nach dem Einfrieren der Schalen fand er heraus, dass die Struktur des Eises sehr unterschiedlich war. Während die positiven Wörter eine harmonische Struktur mit geometrischen Mustern herbeigeführt hatten, wies die andere Hälfte der Petrischalen kantige und ungeordnete Strukturen auf. Dr. Emoto kommt aufgrund seiner Forschungsergebnisse zum Schluss, dass Wasser eine Seele hat und Speicher von Informationen ist. Das kann man jetzt für wahnsinnig schräg halten und für ein bisschen irre. Es gibt wirklich Menschen, die Wasser auf Mathebücher stellen, weil sie das Wasser dann informieren. Kein Witz, gibt's. Spannend daran finde ich aber, dass selbst so abgelegene esoterische Spinner, wenn ich das mal so hart sagen darf, informationstheoretisch denken. Das ist nicht zufällig, dass die über Informationen kommen und auf einmal die ganze Welt informationstheoretisch dekodieren oder lesen wollen. Das fand ich sozusagen als Anekdote noch ganz witzig und dieses Bild ist mir einfach noch eingefallen oder ist mir untergekommen und ich fand es ziemlich schön, weil es für, jetzt können Sie mich alle korrigieren, die es besser wissen, aber ich habe das Gefühl, das trifft die Sache viel besser, das untere Bild. Vielen Dank. So, wir danken dir, Robert. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn es noch Fragen gibt, würde ich mit dem Mikrofon rumkommen. Stehst du noch zur Verfügung für Fragen? Ja. Gibt es Fragen? Gut, dann geht's weiter. Ich hab mir ein bisschen was mitgeschrieben und habe erstmal zwei Fragen. Wenn Information die Weltformel ist, ist das ein westliches Phänomen oder ist das weltweit so gehandhabt, sage ich mal? Das ist die erste Frage, soll ich die erstmal beantworten? Ja, das wäre gut. Ich kann die nicht wirklich beantworten. Also einerseits ist die Welt in einem Globalisierungsprozess befangen, der stark westlich geprägt ist. Jetzt könnte man ins Detail schauen und könnte feststellen, dass in den 60er Jahren es eine ganze Reihe von Anleihen westlicher Prägung gibt, wenn Leute in den Nahen Osten und Fernen Osten fahren und fernöstliche Philosophie rezipieren, die ganz gut anschlussfähig ist mit Yin und Yang und Ausgleich. Da gibt es also Richtung Buddhismus und Hinduismus eine Menge Schnittstellen. Ich würde aber sagen, es ist ein westliches Phänomen. Jetzt müsste man darüber streiten, inwiefern nicht die Welt schon komplett verwestlicht ist. Also ich kann es nicht genau beantworten, aber es ist an sich kein globales Phänomen, sondern eins der westlichen Moderne. Das Gleiche mit Verschwörungstheorien, ist das auch ein westliches Phänomen oder eher ein weltweites? Also dass da sich irgendjemand was ausdenkt und dann eine Herrscher um sich bildet, die der Meinung sind, das stimmt. Ja, also ich würde jetzt die Informationstheorie, wenn ich das mal auf diesen Begriff reduzieren darf, nicht als Verschwörungstheorie, sondern als eine bestimmte Ordnung des Wissens verstehen. Weil diese Spur, dass man mit informationstheoretischen Mustern die ganze Welt und uns Menschen erklären kann, die kommt eher versteckt. Ja, die kommt eher sozusagen subkutan, wirkt das so. Das ist also folgt nicht der Intention von Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien haben ja im Wesentlichen zwei tragfähige Elemente. Das eine ist, man stiftet Ordnung. Also die Welt ist unübersichtlich und kompliziert und wenn ich verschwörungstheoretisch alles zusammenbinden kann, siehe Mondverschwörung, Aluhüte, habe ich auf einmal sozusagen Ordnung in Dinge gebracht, die sich völlig disparat darstellen in Wirklichkeit. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist, dass ich für mich selbst die Position eines überlegenen Wissens erarbeiten kann. Ich habe es jetzt verstanden, ich durchschaue die Verschwörung, während alle anderen, also Sie alle, nur Schlafschafe, wie auch immer das dann heißt, also sozusagen so Lämmer sind, die es nicht begriffen haben. Das sind die zwei sozialpsychologischen Funktionen von Verschwörungstheorien. Jetzt würde ich annehmen, dass es die weltweit gibt. Kann ich aber nicht sagen. Also das taucht alles mal hier, mal dort auf. Ja. Und dann noch zu dieser Wassergeschichte. Man braucht ja bloß mal in die, wie heißt es denn jetzt gleich, die Homöopathie zu schauen, da wird ja auch potenziert, ja. Also dem Wasser Informationen mitgegeben. So, das ist auch, fällt genau. Für mich quasi in die gleiche Richtung irgendwie. Also. Ja, das ist so, also Homöopathie ist ja letztlich Geisterkunde. Ne? Ja, also genau. Der Erfinder hat, wie heißt der, Hahnemann,
Der hat versucht, sozusagen Feuer mit Feuer zu bekämpfen, also Fieber mit Fiebermitteln, und hat festgestellt, scheiße, das tut dem Patienten nicht gut, und hat das Fiebermittel dann so stark verdünnt, dass es gar nichts mehr macht. Damit es trotzdem eine Wirkung hat, hat er angefangen, dieses aufs 10.000-fache verdünnte Paste, was auch immer, Zuckerpaste, auf ein Lederkissen zu werfen, so dreimal. Ja. Ich würde sagen, das gibt's, also sozusagen Homöopathie schließt an bestimmte Wissenskonzepte älterer Zeit an. Wenn man jetzt ins 16. Jahrhundert schaut, da gibt es ein Analogiendenken, da gibt es in der Medizin schon ähnliche Vorstellungen, wie später die Homöopathie produziert. Also es hat längere Linien, aber nicht ganz zufällig setzt das dann sozusagen in den letzten Jahrzehnten, setzt sich das auf Informationstheorien und nutzt, macht sich das zunutze. Okay. Aber das hat eigentlich noch längere Linien, aber es passt zusammen, da gibt es Schnittmengen. Gut, das war's von mir, danke. Ich habe mal eine Frage zu dem Thema mit der Entropie. Ich hatte letztens durch Zufall einen Beitrag gesehen auf YouTube von einem Prof, schlag mich tot, wie er hieß, Wasserkraftwerke, wozu werden Kühltürme gebraucht, wo es darum ging, dass Entropie beim Freisetzen von Wärme immer mitproduziert wird und kann nicht wieder zurückgeführt werden. Jetzt habe ich dann in dem Vortrag das soweit verstanden, du hast oftmals gesagt, so gegen die Entropie wirken, dass ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, also dass man glaubt sozusagen durch bestimmte informationstheoretische Ansätze die Entropie wieder zu verringern oder eher bloß im Zaum zu halten. Also diesen Teil zur Entropie, das muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das in einem Vortrag darstelle, weil ich bin da ziemlich, ihr habt es bemerkt, ziemlich rumgeeiert, weil es nicht so einfach ist, den physikalischen Kram darzustellen, wenn man kein Physiker ist. Und selbst für die. Genau genommen müsste man sagen, gibt es mindestens drei, eher vier verschiedene Begriffe von Entropie. Es gibt einmal den thermodynamischen. Wenn ich Energie produzieren will im Kraftwerk, habe ich ein bestimmtes Maß an Entropie, das ich immer produzieren werde. Das wird nie bei Null sein. Jetzt gibt es sozusagen Effektivitätsgrade. Je höher die Effektivität eines Kraftwerks, desto geringer ist die Entropie. Also ich kann die bloß nie auf Null stellen. Wenn ich ein sehr gutes Kraftwerk habe, verringere ich die Entropie, weil ich mehr letztlich Bewegungsenergie in Wärmeenergie oder umgekehrt umwandeln kann, ohne dass so viel flöten geht, um das mal erlaubt zu sagen. Dann gibt es die Übersetzung in die informationstheoretische in den informationstheoretischen Entropiebegriff. Da gibt es das Grundrauschen. Ich habe also immer in jeder Leitung habe ich Rauschen. Ich kann aber mit bestimmten technischen Vorkehrungen die Entropie verringern. Das sind also aber eigentlich vollkommen verschiedene Sachen. Die sind übersetzbar einander über Boltzmann und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Frag mich bitte nicht genauer. Ich springe auch zwischen du und sie, aber ist egal. Ne? Ist mir Wurst, ja. Ja. Ich kann das nicht, das kann ich physikalisch nicht sauber darstellen, weil ich da zu wenig physikalisch gebildet bin, leider. Der Punkt ist, dass Entropie sich nie auf Null, also nie verhindern lässt, aber wir können antientropisch wirken, indem wir sie verringern, so weit wie möglich. Das ist sozusagen der theoretische Aspekt. Also ich kann sozusagen, und beide sozusagen Entropiekonzepte, das thermodynamische und das informationstheoretische Konzept, werden am Ende mit Unordnung kurz geschlossen. Das, im thermodynamischen Kontext ist die Unordnung der Moleküle der Endzustand. Das ist das, wo wir irgendwann in x Millionen Jahren, Milliarden Jahren mal wieder sein werden, weil Ordnung eigentlich unwahrscheinlich ist und Unordnung der wahrscheinlichere Aspekt. Informationstheoretisch ist es dann das Rauschen. Eigentlich ist überall Rauschen und um in dem Rauschen Kommunikation zu ermöglichen, muss ich möglichst viel Entropie verhindern. Das ist sozusagen aber das Grundrauschen werde ich auch nie ausstellen können. Aber beides ist sozusagen an Ordnung und Unordnung gebunden. Nur dass jetzt nicht mehr materiell auf Molekularbasis appliziert wird, sondern auf Signale. Okay, danke. So, gibt es sonst noch Fragen? Okay, dann nochmal einen Applaus für Robert. Danke.